Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Show von Hexit. Ja, ich und Seetab, der ist hier oben, spielen ein bisschen Hexit und ja, wollen hier den Spaß mit euch teilen. Yeah, Hexical Essence. Und ja, starten wir mal. Hier gibt es Palmen und ein Iglu und eine Möwe. Cool. Hexit ist der beste Mod für mich. Macht einfach extrem viel Spaß. Aha. Ein Plattenspiel. Ein Plattenspiel. Okay. Ja, toll. Es explodiert alles. Lol. Okay. Komm wieder. Also, mal ein paar Palmen schlachten. Ja, Hexit ist sehr, sehr umfangreich. Es ist ein Rollenspiel-Mod und bietet extrem viel. Ja, dann hack doch. Ich hab schon eine Axt, ich hab schon eine Axt. Ich kann auch ohne Axt die Holz fällen. Nein, Schätz. So. Ja. Gib Crafting Table. Spitzhacke und ein Schwert. So, Falle anfangen. Irgendwo hereingraben. Ah, die Zeltergräser sind auch hier. Kann man einfach abbauen und sie bleiben und wachsen dann wieder nach und droppen so Zeugs wie zum Beispiel hier. Rubine. Also Saphir in diesem Fall. Ja, das... So. Noch ein paar Hühner. Ja, toll, hab nur eins bekommen. Ein Ei nehme ich auch noch mit. Ich nehme lieber Schweinefleisch, ist gesünder. Die Hühnerfleisch sind so... Das ist gar kein Fleisch. Schweinefleisch hat viel mehr Proteine. Für die Frauen und für die, wo fett sind, ist natürlich Hühnerfleisch besser. Okay, ich kenne Hexit eigentlich schon recht gut vom Hero-Projekt und sonst vom selber Spielen. Sie jetzt habt noch nicht so, da muss ich halt dem ein bisschen zeigen. Aber allzu viel gibt es nicht zu zeigen, ist relativ leicht zu verstehen. Nur die Crafting-Rezepte sind ein bisschen schwer. Sonst nicht. So, wir müssen von diesen Türmen am Anfang wegbleiben. Hier ein bisschen Stein holen. So. Jetzt benutzen wir mal den Tree Capture Mod. Ah, wir haben noch keine Axt, genau. Ja, machen wir es später. Oh, ein Vulkan. Oh, ein fliegendes Schloss. Gehen wir später auch rein. Wir machen mal hier einen Waypoint. Fliegendes Schloss. So.
schon wieder weg. Ach komm schon. Oh, eine Kuh. Die geben nämlich Leder, da können wir schnell genug uns Bücher machen für das für die Bücherregal, für das Crafting, für den Zaubertisch. Bin im Walde. Entnehmen. Ich dekoriere so gerne ein bisschen die Welt um mein Haus. Da sind die Blümchen, die verschiedenen Blümchen sehr gut geeignet. Oh, noch mehr Gräser. Noch mehr diese ein bisschen. Das sind jetzt Blueberries. Also sind sie nicht so gut. Sie heilen nur ein Herz. Ein Holz, ja. Sie heilen einen Holz. Sie machen eine Pinocchio-Nase. So ich. So, wir suchen uns eine Höhle, wo wir. Ah, da oben sind noch rote Buschbüschchen. Ein bisschen. So, dort sollte eigentlich ein Portal sein, aber es ist eines, das nicht generiert wurde. Hier ist zum Beispiel noch ein Seed. Also es gibt sehr viele Neuerungen und ab die meisten Neuerungen werden erst später dann richtig klar. Also ja, am Anfang wird man eigentlich nur von Items und Gegenständen, also ja, Gegenständen voll gespammt. Später kann man dann richtige Rüstungen machen. Unterschiedliche. Wenn ich den Zombie besiegt habe. Minus 534, 43, 2, 9, 4. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen aufpassen. Seht es, die Zombies haben viel mehr Leben. Bei mir lag es nicht. Bei mir lag nichts. Wir farmen noch ein paar. Habdorf. Ah, ist Habdorf. Ja, toll. Soll ich so vielen Creepern und so ausweichen? Ich habe ihm gesagt, er soll Optifine installieren, aber der kann das wahrscheinlich nicht. Ich muss nur Optifine installieren, mehr nicht. Team Set 0 / OP. Oh mein Gott. Ich muss zum Dorf, ich muss zum Dorf. Oh, ein Fuchs. Sehr schön, Textilchen. Geht weg, geht weg. Puh. So, Plattenspieler aktivieren. Wir haben Holz. Wow, Palm Tree Holz, sehr schön. Ich liebe dieses, wie sagt man dem? Ah, minus 663, minus 267. So,
Wir machen eine Kiste, zwei Kisten. So. Legen wir mal den Schrott mal rein. So. Ah, bitte! Zerstörst das ganze Dorf. Die Pfeile lasse ich mal, wir brauchen noch einen Bogen. Ja, das war das Richtige. Muss noch Permission einstellen. Wir haben genug Steine für den Ofen. Damit ich dich TP'en kann. So, wir haben kein Kohlezeugs, nix. Machen wir uns eine Hacke. Okay, wir machen es kurz und dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich. Ich mache noch kurz den Warp, sonst vergesse ich es. Dorf 1. So, bis gleich. So, willkommen zurück. Ich habe noch die View Distance zu hart eingestellt. King's Bar, Mann, echt. Bis ich es gecheckt habe, wo man es einstellt. So wie, wo ich es finde in den Properties. Aber es war ganz unten. Und es lädt nicht. Es lädt nicht. Es ist zu langsam. Ja, aber es ist nicht schraubt. Tja, okay, gut. So, slash OP Draco Adler. Slash OP Siri Tab. Slash Day slash team set 0. Ha! Au! Du bist böse, Spinn. Ich kill dich dafür. Holzhacken, Holzhacken bohren. Wir sind die Holzhacke bohren. Und wo kommt sie jetzt her? Hallo. Ich wette, ich gehe mit der Hacke drauf. Ich gehe auf ihn drauf mit der Hacke. Das geht so nicht. Slash TP Siri Siri Tab Draco Bars. Ja toll, du bist ja gar nicht da. Ja. Du Miststück, hast einen Dorfbewohner gekillt. Ja, die sterben, werden noch viel sterben hier. Das ist nicht so wichtig wie bei anderen Mods. So. Jetzt kommst du zu mir, damit du nicht verreckst. Wir hacken diesen Ding und das ist jetzt dieser Mod Tree Crafter. Dann können wir Holzfällen, 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 ganz schnell. Nö, nix. Crafting Table nehmen wir auch mit, so.
Schauen wir nach der Schmiede, die war doch hier.